bist am perfekten Ort, in der perfekten Zeit, im perfekten Moment. Es ist alles genau richtig. Und jetzt die Dinge anzugehen und sich die Dinge jetzt anzuschauen und aufzuhören, die ganze Zeit mit dem eigenen Fokus so wieder angstvoll oder erwartungsvoll oder hoffend und bangend in der Zukunft zu sein und nostalgisch oder verärgert oder traurig in die Vergangenheit zu schauen. In dem Moment, wo wir das tun, verlassen wir den Ort, an dem unsere Schöpferkraft liegt. Und die liegt im Hier und Jetzt. Und ich weiß, wie abgedroschen das ist, weil jeder von diesem geflügelten Hier und Jetzt redet. Aber was heißt denn das? Was heißt das? Das bedeutet, dass ich mich in jedem einzelnen Moment dafür entscheide bewusst, nicht nur sage so, okay, ich halte das jetzt aus. Nein, ich sage ja. Ich sage ja zu jedem einzelnen Moment. Und wenn dieser Moment bedeutet Einsamkeit, ja. Wenn dieser Moment bedeutet Krankheit, ja. Wenn dieser Moment bedeutet Traurigkeit, ja. Warum sage ich ja? Weil ich mit dem Leben in einer ständigen Co-Kreation stehe und weil ich dem Leben damit signalisiere, ich vertraue dir so sehr, ja, dass wenn du mir gerade etwas präsentierst, dann werde ich das nicht kritisieren. Dann werde ich nicht so tun, als ob ich es besser wüsste als du. Das passt aber mir jetzt gerade gar nicht, ja? Was soll denn das jetzt schon wieder? Das steht mir jetzt schon wieder total im Weg. Wie kann es denn sein, dass immer wieder XYZ schuld ist an? Wenn doch nur nicht diese Person wäre, diese Situation wäre. Und wir kennen alle diese Dinge. Und es ist so verlockend, in solchen Situationen zu sagen, nee, das mache ich nicht. Aber dann, wenn so eine Situation ist, ja? Hast du einen Tipp, wie man nicht in ein Loch fällt, wenn er sich für eine andere entscheidet? Ja, genau das, was ich eben gesagt habe. Er entscheidet sich für eine andere? Ja. Ja. Du kämpfst nicht. Du versuchst nicht, jemanden von dir zu überzeugen, der sich nicht für dich entscheidet. Deine Tür ist weit offen in Form von, mein Herz ist enorm groß, du darfst gehen und du darfst kommen. Und das ist in Ordnung, also bis zu dem Moment, an dem du dich natürlich entscheidest, nein. Aber du kannst jemanden nicht aufhalten, der gehen möchte. Wenn sich etwas erfüllt hat, in Form von einer Beziehung geht zu Ende, dann ist es das Natürlichste und Normalste der Welt, dass man traurig ist, dass man darunter leidet, dass man diesen Prozess durchläuft, sich das erlaubt, einfach diesen Trennungsschmerz zu haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber dann wirklich so Krone aufsetzen und diese Person hat sich gegen mich entschieden und das ist fein, sie darf das. Weil diese freie Wahl, die wir hier haben, ja, auf Planet Earth, das ist keine Einbahnstraße. Wenn du dieses Konzept der freien Wahl tatsächlich leben und verkörpern möchtest, dann ist das keine Einbahnstraße. Dann hast du die freie Wahl, dann unterschreibst du aber quasi auch einen Blankocheck, dass jeder Mensch um dich herum auch die freie Wahl hat. Wenn du mit deinem Partner zusammen bist, dann muss dieser Partner nicht auf XYZ Art und Weise handeln, damit es dir gut geht. Er hat die freie Wahl. Ja? Und natürlich gibt es Agreements, natürlich gibt es eine Art und Weise zu schauen, wie man kommunizieren kann. Du, wenn das ist, dann fühle ich mich gesehen von dir. Mensch, wenn das ist und so. Einfach nur, um Klarheit zu bekommen, ist das so von dir gemeint oder nicht? Einfach nur, um Klarheit zu bekommen, weil jeder blinde Flecken hat. Und es kann natürlich sein, dass man sein Gegenüber einen blinden Fleck erwischt und er sagt, um Gottes Willen, das ist das Allerletzte, was ich damit wollte. Aber wenn er sagt, so du, das fühlt sich aber für mich wahrhaftig und echt und gut an, dann lass ihn, lass ihn. Und dann ist es in Ordnung. Und heißt das, dass du Dinge über dich ergehen lassen musst? Nein. Dann fühlst du für dich rein. Wie fühlt sich das denn an, wenn jemand dies und das macht? Weil unsere freie Entscheidung keine Einbahnstraße ist. Und dein Gegenüber ist dafür verantwortlich, sich glücklich zu machen. Und du bist dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Und dann darfst du natürlich fragen, ist das so entscheidend für mich? Wo ist mein Motor? Wo ist da bei mir ein Mangel, der gestillt werden will? Wo ist da mein Thema?
und nicht deine Themen durchgehend abbügeln auf dein Gegenüber. Naja, damit meine alten Wunden von Verlassensangst und ängstlichen Bindungstyp und so weiter bloß nicht in Berührung kommen, musst du mir aber irgendwie 23 Mal am Tag schreiben. Na, das ist nicht sein Thema, es ist dein Thema. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Verlass dich darauf, dass wenn er sich gegen dich entschieden hat, der einzige Fakt, dass er sich gegen dich entschieden hat, verrät dir schon, dass er nicht der Richtige für dich ist. Es gibt nicht die Situation, dass der Richtige sich gegen dich entscheidet. Dann ist er schon mal nicht der Richtige. Das steht fest, es gibt da keine Dramatik. Gibt es nicht. Weil wer zu dir gehört, wird am Ende bei dir sein. Und da gibt es doch nicht, ja, und was ist, wenn ich mich anstrenge, mich verändere und so weiter? Nein. Und wer nicht bei dir ist, der gehört auch nicht zu dir. Und häufig machen wir uns die Dinge so dramatisch, weil das hat ganz andere Hintergründe. Weil wir uns dann erzählen, ich kriege keinen anderen, das war doch mega schön, weil wir uns die Dinge romantisieren im Nachhinein. Wäre ich doch nur ein bisschen anders gewesen, hätte ich mir mehr Mühe gegeben, hätte ich mich doch mehr gefügt. Oder hätte ich mich doch mehr abgegrenzt? Egal, die Geschichte ist unendlich lang, die wir uns erzählen können. Und häufig ist es nicht die Faktenlage, die uns dazu bringt, in ein Loch zu fallen, in ein sogenanntes Loch, sondern die Geschichte, die wir uns erzählen, die Dramatik, die wir drumherum aufbauen. Boah, das war meine eine Chance auf einen Seelenpartner und die ist jetzt weg. Und das ist Quatsch. Das darfst du erkennen als Quatschgeschichte. Ja? Ist das angekommen?